So, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Venetica. Und wir haben diese komische Dings da kaputt gemacht. Ja, aber. Und ja, wir gehen halt mal da raus. Da wollen wir nicht hin. Und ich glaube, wir sind dann, sobald wir die Tür durchlaufen haben, in Venedig. Genau. Wunderbar. Haben wir es endlich geschafft. Jetzt bin ich aber gespannt, du. Was uns jetzt da erwartet. Und wer uns als erstes anspricht, der mich jetzt genau gleich unterbrechen wird. Oder? Nee. Wahnsinn. So. Gibt's noch was? Nee. Blub. Du hast Venedig erreicht, eine große Stadt. Behalte stets deine Mission im Auge. Du kannst sie im Tagebuch nachlesen. Du wirst viele Menschen treffen, die dir auf deine Mission bei dir helfen können. Yay! So, Kurzbild. Yeah. Boah, da ist gerade eine Möwe ins Haus geflogen. Und da kam sie doch. Was zur Hölle? Du bist ein Bandit, oder? Nur diese grauen Banditen kommen vom Wassertor hierher. Seit die da unten sind, muss ich woanders schlafen. Oh. Nee. Das Wassertor ist jetzt sicher. Nenn mich nicht Bandit. Wer ist er? Das Wassertor ist wieder sicher, kleiner Freund. Hey, dann bist du ein Held! Wenn ich groß bin, werde ich ein Held, genau wie du. Mit Sicherheit. Hast du jemals etwas über Sophistos gehört oder etwas über magische Bücher? Bücher? Keine Ahnung, von was du da sprichst. Aber warte mal, die Leute sagen, dass es da einen Kerl gibt, der komische Sachen mit Papier und Schriftrollen macht. Er heißt Nox und wohnt in den Hintergassen. Ich kann dich hinführen, wenn du willst. 3D, nee. Vielleicht ein andermal. So viel? Nee, so. Wo ist es sicher, sich auszuruhen? Hier ist es nachts nicht sicher. Du solltest zur Gaststätte im Handelszentrum gehen. Einfach über eine der drei großen Brücken gehen. Okay. Wo kann ich Arbeit finden? Ich weiß nicht so genau. Also es gibt den Orden des Heiligen Siegels. Die sind aber nicht sehr nett da. Und sie kämpfen viel. Oh. Dann gibt es noch die Schattenflügel. Manchmal mache ich Botengänge für die. Sie bezahlen immer gut. Und im inneren Bezirk gibt es das Netz der Maske. Aber von denen hört man nicht viel. Erzähl mir was über dich. Ich mache Botengänge für die Leute, weißt du? Nee. Hafen, Arsenal, äußerer und innerer Bezirk. Ich kenne sie wie meine Westentaschen. In den Straßen ist es nachts sehr gefährlich. Aber kein Bandit kriegt mich zu fassen. Meine Eltern sind tot, also schlafe ich auf der Straße. Sonst noch was? Bis später. Jo, ciao. So. Was machen wir jetzt eigentlich? Nee, wir haben da bestimmt irgendwo hier Inventar. Da, so. Und da, genau. Und jetzt suche ich genau das da. Auf Karte zeigen. Und hier schmeißen wir mal die 9. Zeigen wir meinen Weg. Neu in der Stadt, wie? Oh, toll. Vielleicht kann ich erklären, wo es lang geht. Okay. Wo finde ich suche nach Büchern. Bücher? Es gibt in diesem Bezirk hier kein Bücherhaus. Lesen können doch sowieso nur komische Leute. Wo wir gerade von komischen Leuten sprechen. Die meisten von denen wohnen in den Hintergassen, die sich im nordöstlichen Teil dieses Viertels befinden. Wie komme ich zu den anderen Stadtteilen? Die anderen Gebiete erreicht man über das Tor zum inneren Bezirk. Es befindet sich am östlichsten Ende dieses Viertels. Wo ist der Hafen? Oh, das ist ein gutes Stück Weg. Hinter dem inneren Bezirk und dem Arsenal. Oh. Aber es gibt noch eine weitere Anlegestelle, wo Schiffe entladen werden können. Und zwar im inneren Bezirk. Wo sind die Quartiere der Wache? Unsere Garnison befindet sich in einem Turm des Handelszentrums. Ja, und es gab mal eine Nachtwächtergilde im östlichsten Teil des Bezirks. Und ich glaube, irgendwo läuft nachts auch noch eine Nachtwache herum mit ziemlich schwerem Gepäck. Danke. Das ist schon wahnsinnig interessant. Gut, jetzt wollte ich aber über die Brücke gehen und ich muss nochmal meinen Rahmen hin und her werfen. Blitzflieg. Okay. Ja. Ach, guck mal, Marquardt. Egal, scheiß auf den Rahmen. Wir gucken uns jetzt mal um. Was können wir denn hier so kaufen? Ah, ein neues Gesicht in der Stadt. Interessiert an der Jagd? Wirklich? Ja, ich möchte mehr wissen. Ich verkaufe Jagdzubehör und kaufe tierische Rohstoffe zu einem guten Preis.
Zudem kann ich Rüstungen anpassen, aber nur was Ledermaterial angeht. Mhm. Und ich beherrsche die Fertigkeit, Tiere auszunehmen, die ich dir beibringen könnte. Okay. Ich möchte lernen, wie man Tiere ausnimmt. Ich gerne mal wissen. Achso, das haben wir schon. Ah. Das war auch nicht ganz uninteressant hier. Jupp. Kann man nämlich Alchemie machen. Du hast gelernt, wie man Tränke mischt. Du musst die zuführen, kaufen, ziehe dann das Grauben, mit dem du einen Hammer nimmst. Okay. Ja, ich war kurz abgelenkt, Entschuldigung. Okay, wen haben wir denn? Moment mal. Heilige Scheiße. Das nenne ich mal ein Horn. Meine Fresse, da passen mir Unmengen Liter Meter hin. Haben will. Unbedingt. Sieht gut aus. Oh. Manu, warum haben wir nicht so riesen Kühe? So, was haben wir denn hier noch? Frisches Obst! Unbedingt. Auf Wiedersehen. Brauche ich hundertprozentig? Nee, nicht wirklich. So, was haben wir denn hier? Wie kann ich dir helfen? Kennen wir den hier schon? Bitte zeig mir deine Ware. Also ist wieder, ja. Den brauchen wir aber nicht. Ach, halt, ihr könnt. Wie kann ich dir. Ja, ja. Bitte zeig. Was können wir denn so verkaufen? Das Ding können wir verkaufen, ja. Da behalten wir aber einen. Den haben wir bald mal hier und. Können wir hier noch verscherbeln? Das da. Jo. Das da. Jo. Nee. Die verkaufen wir jetzt nicht mehr. Okay. So, und das war schon ein Händler oder was? Ja. Na, no, nicht mit Schmied oder so. Ah, nee. Ich weiß nicht, wo kam denn das? Naja, ich schätze. Warte, kann man aus den hinteren Boxen, also muss ich hier sein. Also NPC-Gespräche, das muss ich natürlich nicht wissen. Ist denn der Weg inzwischen eigentlich über die Brücke schon frei? Und, Moment, wir wollten. Da gab es doch Thron, habe ich gesehen, bei einem Part hier war ganz am Anfang noch. Oder relativ am Anfang, aber noch Thron hier hinten noch, die holen wir uns noch. Die will ich wenigstens haben. Da weiß, vielleicht sind ja wertvolle Sachen drin. Wertvoller als irgendwie Ohrringe oder Ringe oder Ketten oder Gold oder Gold oder Gold. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ach so. Ja, genau, hier ist nämlich eine Truhe gewesen. Da habe ich doch. Nee, ja, ich meine natürlich die da drüben vor. Nein. Nein. Ah, jetzt ist der Weg aber frei, das ist ja schön. Oh, irgendwie ist die Framewelt gerade ziemlich unten. Noch, das ist doch zum Kotzen. Toll. Mal wieder schön unnötig Zeit verschwendet. Yay. Tolles Let's Play, ne? Na los. So, irgendwie habe ich schon wieder verpeilt, was wir eigentlich machen sollten. In irgendeinem Bezirk rumrennen. Ach, das ist der grüne Punkt da. Ah, das ist natürlich interessant. Was haben wir denn hier? Richter. Ja. Naja, nee, will ich jetzt nicht unbedingt rein. Ja, shit lesen. Ah, Kampftraining, sehr schön. Hallo. Wie hat er mich gesehen? Hab dich hier noch nie gesehen. Hä? Kommst du, um zu trainieren? Oder benötigst du etwas anderes vom Orden des Heiligen Siegels? Genau. Ich habe eine Nachricht für dich. Lass mich einen Blick darauf werfen. Was? Benedikt? Tot? Und Ing war im Exil. Du bringst schlechte Neuigkeiten. Sie feuern meinen Hass nur an. Entschuldigung. Was ist aus dieser Welt geworden? Erzähl mir etwas über den Orden des Heiligen Siegels. Wir sind eine uralte Vereinigung. Wir lieben die Rache. So wie der heilige Antonius, unser Gründer, sie uns gelehrt hat. Unsere Prinzipien erlauben kein Versagen. Für das verkommene System dieser Stadt haben wir nur Hass übrig. Es war von Anfang an falsch, die Leute ihr eigenes Schicksal bestimmen zu lassen.
Schau, was nun aus uns geworden ist. Verdorbene Seelen haben Venedig übernommen. Wahrhaftig soll das Volk nur vom Schwert regiert werden. Und einzig vom stärksten Schwert. Dafür werden wir immer kämpfen. Wir predigen Zorn und Zerstörung mit der Klinge. Und wir nehmen nicht viele in unsere Reihen auf. Nur diejenigen mit starkem Zorn und besonderen Fähigkeiten sind willkommen. Hey, rat mal, wer vor dir steht. Ich überlege, dem Orden beizutreten. Ich komme ja schon rein. Wir nehmen nicht jeden bei uns auf. Ja, ja. Nur die Besten haben eine Chance. Ich hab die Mondklinge verstanden. Menschen mit ganz besonderen Fähigkeiten. Und das Feuer des Zorns sollte in ihnen brennen und sie wachsam sein lassen. Ich hab mich schon fast verbrannt. Na komm, lass mich rein. Ich habe besondere Fähigkeiten und ich strebe nach Rache. Also sag mir, von welchen besonderen Fähigkeiten du sprichst. Ich bin die Erbin der legendären Mondklinge und ich verstehe sie einzusetzen. Der legendäre Fluch der Untoten. Kann es wahr sein? Ich könnte einen Auftrag für dich haben. Kurz gesagt geht es darum. Tief unten in den Katakomben unter der Stadt ist eine Gruft. Und in dieser Gruft befindet sich der geweihte Schild unseres verehrten Sankt Antonius. Steige dort hinab und hole den Schild. Doch Vorsicht, das könnte sehr gefährlich werden. Ach was. Hier, nimm den Schlüssel zur Gruft. Komm mit dem Schild zurück, wenn du dem Orden beitreten willst. Okay. So, wo sind denn die Katakomben? Wo finde ich diese Katakomben? Du erreichst sie durch die Kanäle. Ach, klar. Steig in das Wasser. Dann siehst du Öffnungen, die nach unten führen. Ich werde gehen und nach dem Schild suchen. Logo. Aber erstmal will ich wissen, ob jemand bei Spay bringen kann. Ich hoffe... Genau. Welches Training bietest du an? Du kannst dir Kampffertigkeiten erlernen oder Fähigkeiten trainieren, die du schon gemeistert hast. Neue Fertigkeiten erweitern deine Möglichkeiten in Kämpfen gewaltig. Und unser Training zeigt dir, wie du gegnerische Schläge abwehrst. Die Art, wie jeder anständige Krieger kämpfen sollte. Ja. So. Ich möchte Kampffertigkeiten erlernen. Genau. Neben anderen Künsten sollte jeder wahre Krieger lernen, die Schläge... Mach mal nachher. So, was können wir denn jetzt machen? Todesladung. Okay. Macht des Hammers? Nee. Was soll hier? Repost. Status in den Sieger gegeben. Das ist Schaden. No Loco. Moment, habe ich noch nicht so viel. Mach das noch. Das noch. Das noch. Okay. Punkte verbraten, den Rest behalten wir nochmal. Obwohl, das noch drei hier. Ist klar. Ich hoffe... Jetzt wollen wir natürlich ich möchte kämpfen parieren. Du kannst üben, die Schläge deiner Gegner zu parieren. Na, wenn du gelernt. Das Parieren gelernt hast. Hab ich doch. Ich will das parieren. Lass uns anfangen. Genau. Beim Kämpfen geht es nicht nur darum, Schläge zu landen. Wenn du wirklich ein überlegener Kämpfer werden willst... Dann musst du lernen, die Schläge deines Gegners abzuwehren und zu kontern. Und denke immer daran, deine Waffe weise zu wählen. Bestimmt. Ein Schwert kann nur ein Schwert oder eine ähnliche Waffe parieren. Einen Hammer oder eine große Axt wirst du mit deinem Schwert nicht aufhalten. Ach, wieso? Also beobachte deinen Gegner und wähle erst dann deine Waffe. In dieser Übung werde ich dich mit meinem Schwert angreifen. Wir fangen an. Na, dann mache mal. Halte Blockchen gedrückt, um die Schläge deiner Gegner abzuwenden. Wenn der Gegner zugeschlagen hat, drücke schnell die Aktionstaste, um einen effektiven Gegenangriff zu starten. Hätte ich nicht gedacht. Erstmal hier die Scheiße im Winter. Ich muss erstmal das richtige Schwert nehmen. So, wie wird das? Aua. Das wäre doch ab. Stirb! Cool. Ab ich bin erstaunt. Deine Verteidigung ist besser, als ich gedacht hatte. Na, siehst du. Sehr gut gemacht. So, alles klar. Gut. Ja, müssen wir natürlich jetzt ein komisches Schild finden. Und ja, jetzt machen wir alles beim nächsten Mal. Oder andere Sachen. Oh, warte, Moment. Da steht was. Okay. Gut, also dann. Tschüss.